Servus, ja, heute wird ein bisschen was in der neuen Wohnung gemacht und dazu werden dieses Sideboard und noch ein anderes Sideboard, was jetzt allerdings schon auf dem Balkon steht, abgeschliffen und dann neu lasiert. Und die kommen nämlich hier hin in diese komische Einbuchtung hier im Büro. Und dann werden hier noch mit einem bestimmten Regalsystem Regale aufgehangen. Das wird aber wahrscheinlich erst an einem anderen Tag passieren. Ich glaube nicht, dass wir das heute alles auf einmal schaffen. Aber heute steht auf dem Plan, diese Sideboards abzuschleifen und dann halt zu lasieren oder zu ölen. Was genau wir machen, weiß ich noch nicht. Wir gehen nachher nochmal in den Baumarkt und kaufen das entsprechende Zeug, was wir brauchen, ein. Erstmal aber jetzt abschleifen, weil heute ist gutes Wetter und ich will das nicht hier drin machen wegen den ganzen Spänen und so. Deswegen gehen wir auf den Balkon. Naja, soweit so gut. Fangen wir jetzt erstmal mit dem Abschleifen an. Bis gleich. So, jetzt sind also die Sideboards fertig abgeschliffen. Jetzt gehen wir in den Baumarkt, besorgen noch ein Scharnier, weil die Tür noch nicht fest war. Und entweder ein Öl oder eine Lasur, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da werden wir uns gleich entscheiden, was wir da nehmen. Und dementsprechend auch einen Pinsel und so Leisten, Abschlussleisten für die Wand. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, jetzt sind wir also fertig geworden mit dem Sideboard. Das ist jetzt frisch abgeschliffen, frisch lasiert und aufgebaut, schon ein paar Sachen eingeräumt. Das müsste nochmal alles ein bisschen überarbeitet werden, wo jetzt was reinkommt. Aber erstmal so die Grundform steht, wir haben ein bisschen was Stauraum geschaffen und das Ganze auch noch mit dem Tisch hier einmal verbunden, das ist jetzt fest miteinander verschraubt. Ich muss mir für die andere Seite allerdings noch was überlegen. Da habe ich jetzt einfach auf dem bisherigen Halter für die Tischplatte noch etwas Papier gestapelt, so dass die Tischplatte halt
gerade ist. Der 3D-Drucker steht jetzt, solange ich den Schrank noch nicht dafür gebaut habe, erstmal noch auf dem Sideboard hier in dem Büro. Kommt allerdings, sobald es die Zeit hat, ermöglicht, diesen Schrank zu bauen, in diesen einen separaten Raum, den ich im letzten Video schon erwähnt habe. Davor werde ich aber bestimmt erstmal unten in der Garage eine kleine Werkstatt einrichten, weil der Schrank ja schon ein bisschen komplizierter zu bauen ist und ich dafür dann mein Werkzeug gerne geordnet irgendwie unten in der Garage liegen habe. Ja, und noch eine kleine Sache zu diesem Sideboard, welches ich noch nicht erwähnt habe. Die oberen Holzplatten für das Sideboard habe ich vom Sperrmüll. Da habe ich so echt Holzwände von dem Schrank gefunden und die einfach dafür benutzt. Der Rest bis auf die Platten, bis auf die Einlegeplatten hier unten und die Türen, die habe ich bei einem Baumarkt gekauft. Der Rest ist einfach aus Palettenholz, von so kleinen Billigpaletten, die ich auch kostenlos mir von der Firma abholen konnte. Da auch nochmal ein kleiner Tipp, falls ihr mal für irgendein kleines Bauprojekt Paletten brauchen solltet, guckt mal auf eBay Kleinanzeigen oder ruft mal lokale kleine Firmen oder Unternehmen an, auch größere, und fragt da mal nach, ob die ein paar Paletten günstig oder vielleicht sogar umsonst abzugeben haben. Bei mir hat das funktioniert, also ihr braucht nicht erwarten, dass ihr dann diese guten, teuren Euro-Paletten umsonst kriegt, weil die sind einfach viel zu viel wert. Ihr werdet aber wahrscheinlich solche kleineren Paletten, wie ich, einfach umsonst geschenkt bekommen oder vielleicht für ein paar Euro. Die sind nämlich froh, wenn die loswerden, weil die gar nicht ein zweites oder drittes Mal benutzen dürfen, soweit ich das glaube ich weiß. Und da kann man echt viel draus machen. Das ist allerdings auch mit ein bisschen Arbeit verbunden, weil die Paletten miteinander vernagelt sind und das muss man erst auseinanderreißen und das ist schon ziemlich mühselig, wer sich die Arbeit allerdings machen möchte und dann das Holz daraus benutzen möchte, weil es halt for free ist, nichts kostet, der kann das gerne so machen und kann ich nur empfehlen. Ich finde, das hat super geklappt. Ja, und ansonsten war es das jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wenn du kein Video von diesem Kanal mehr verpassen möchtest, dann drück doch unten auf den Abonnier-Button und diese kleine Glocke, damit du immer alarmiert wirst, wenn ein neues Video von mir erscheint. Das war's dann für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. With your cats.